müssen wir erstmal schauen, was für Adorno und Horkheimer eigentlich die Kulturindustrie darstellt oder was da passiert in der Kulturindustrie. Ja, was passiert mit dem Individuum? Zunächst ist festzustellen, dass das Individuum entstanden ist aus der Tendenz, die bürgerliche Gesellschaft ermöglicht hat, die Emanzipation des Individuums. Also der Mensch wird praktisch zum Kind, zum Erwachsenen, zur Person, zur rechtlichen Person in der bürgerlichen Gesellschaft. Und in der Aufklärung wird es begriffen als die Emanzipation nach Kant, also von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass das Individuum sich seiner selbst bewusst wird und zum kritischen Subjekt wird. Das ist die bürgerliche Idee vom Individuum. Horkheimer und Adorno sehen jetzt in der Kulturindustrie, wie dieses Individuum, das ja jetzt ein autonomes Individuum ist, zusammenfällt mit dem Ganzen. Also sie beobachten in der Kulturindustrie, dass die partikuläre Erscheinung und die Idee von der Erscheinung, das Konzept, zusammenfällt. Also dass das Universelle und das Partikuläre in eine Totalität hineingepresst wird. Die positive Realisierung von diesem Widerspruch zwischen dem Subjekt und der Gesellschaft, dem Individuum und der Gesellschaft. Das wäre ja eigentlich eine Utopie. Aber in ihren Augen ist es eine falsche Utopie. Also die falsche Totalität ist hergestellt zwischen der Kategorie oder dem Ganzen, der Gesellschaft und dem Individuum, dem Partikulären, dem Konkreten. Das ist, wie gesagt, eine falsche Realisierung dieser Idee für Adorno und Horkheimer. Sie beobachten, dass also das Individuum in dieser Industrie, in dieser Kulturindustrie, ja formatiert wird von dem Ganzen. Das heißt, dass eine Art Schema verallgemeinert wird und sich gleichzeitig in dem Partikulären wiederholt. Die Produkte sind alle nach einem bestimmten Schema hergestellt, nach einer bestimmten Machart, die auch technisch bedingt ist. Und dadurch wird das Individuum eigentlich, oder diese Partikuläre dann, das einzelne Produkt, wird gleich. Dem Subjekt wird die Möglichkeit genommen, dass das Subjekt in der visuellen Erfahrung oder in dem farbenfrohen Bild zum Beispiel jetzt eine abstrakte Bedeutung generiert. Diese Möglichkeit wird genommen. Also das Subjekt, die aus den Einzelheiten jetzt einen Sinn heraus liest und praktisch aus dem Konkreten eine abstrakte Idee abstrahiert, mithilfe derer das Subjekt dieses Kunstwerk jetzt versteht. Also diese Leistung vom Betrachter, diese abstrahierende Leistung, diese Verallgemeinerung aus den einzelnen Details, die wird dem Betrachter genommen. Das heißt, der Betrachter wird zum passiven Konsument dieser schematischen Produkte. Das ist die These von Horkheimer und Adorno. Und ich denke, heute ist ja die technologische Entwicklung weiter. Und man kann eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass die kulturellen Produkte in der gleichen Weise gleichförmig wären, wie das Adorno und Horkheimer damals meinten, feststellen zu können.
Und heute gibt es ja zwischen den in der Peer-to-Peer-Produktion von Kultur übers Internet werden ja sozusagen individuelle Mikro-Ideologien produziert von zwischen einzelnen Produzenten, die sich von dem Großen und Ganzen durchaus auch absetzen können. Also diese totale Framierung, dieses Framing ist, was die Inhalte betrifft, nicht mehr so gegeben, wie das damals war. Man kann sicherlich von der formalen Schematisierung sprechen, die durch das Internetformat jetzt zum Beispiel gegeben ist. Aber der Inhalt ist nicht auf die Art wie damals zentral kontrolliert. Und deswegen würde ich heute davon sprechen, also um jetzt auf das Individuum zurückzukommen, dass das Individuum sich heute in der Lage befindet, dass es diese, dass es in der Illusion lebt, dass die tatsächliche Realisierung des Individuums vonstatten gegangen ist. Also vielleicht ist es auch gar keine Illusion, vielleicht ist es auch tatsächlich so. Vielleicht sind wir jetzt an dem Punkt, wo tatsächlich diese Individualisierung, dieses Individuum verwirklicht ist und sich reproduziert in diesen Tunnelrealitäten. Sodass man, dass man eigentlich von einem Totalitarismus sprechen kann, der Individualitäten, ohne das große Ganze. Das wäre eine recht ganz radikal andere These. Also dass wir in einer Welt leben, der Mikro, nur, wo nur Mikrokosmos, Kosmen bestehen. Also wo nicht, wie Adorno und Horkheimer meinten, Mikrokosmos und Makrokosmos zusammenfallen, darin die Totalität besteht, sondern heute leben wir in einer Diktatur des Individuums. Und während bei Horkheimer und Adorno noch doch ein Widerspruch festzustellen ist, wenn man hört, wie sie darüber reden, beispielsweise wie also das, was sie als Hochkultur, also die schöne Künste beschreiben, dass das nur in den staatlichen Institutionen und durch die Förderung durch die staatlichen Institutionen möglich ist, also in den 60er, 50er Jahren, weil nur dort quasi dieser Freiraum erhalten werden kann, wo produziert wird außerhalb der kommerziellen Kulturproduktion, da wo also sogenannte niedere, die niedere Kultur produziert wird. Also ist in ihrem Konzept doch ein Widerspruch da noch auszumachen zwischen Ökonomie und Kommerz und den Institutionen der Gesellschaft. Und da bin ich mir nicht sicher, ob diese Trennung heute noch, ob diese Trennung heute oder dieser Widerspruch heute noch auszumachen ist. Ja. Ob nicht alles eigentlich diesem kommerziellen Apparat untergeordnet ist. Und wo kann dann überhaupt eine kritische Distanz jetzt hergestellt werden? Wo könnte jetzt diese Emanzipation des Individuums stattfinden? Und meine These ist, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ein
sozusagen ein Spiegel sein könnte, dieses technologisch generierten Individuums, das wir heute haben. Also ich spreche von einem technologisch generierten Individuum deswegen, weil die Medien, in erster Linie das Internet, also die sozialen Netzwerke, die Formatierung der Individuen verwirklicht haben, dass in der Gegenüberstellung zwischen diesem technologisch generierten Individuum und der künstlichen Intelligenz, dass aus dieser Gegenüberstellung sich ein Individuum, was kein Individuum mehr ist, generieren könnte, eine Negation des Individuums, was in der Erkenntnis, in der Selbsterkenntnis, in der künstlichen Intelligenz stattfinden könnte. Der künstlichen Intelligenz, also ein Subjekt, das allein aus Kalkulation hervorgeht, also aus einem numerisch aufgebauten System, in dem es keine Konzepte gibt, in dem es keine Theorie gibt, in dem keine Zusammenhänge oder Verbindungen hergestellt werden, sondern also ein künstliches Individuum, das allein aus Anhäufungen von Daten besteht. Das ist die eigentliche Realisierung dieses Individuums, das Adorno und Horkheimer schon aufscheinen sehen, damals noch in der falschen Realisierung. Ich würde sagen, wir sind an der Schwelle, wo das realisiert wird. Und meine Hoffnung ist, dass der Mensch, das Subjekt in dieser künstlichen Intelligenz dann ein negatives Gegenüber erkennt. Und das, was mit Individualisierung gemeint ist, also dieses Verhältnis zwischen der Ordnung und dem Partikulären, dem Detail, dass dieses Spannungsverhältnis wieder hergestellt werden kann. Und ich denke aber, dass der Begriff des Individuums dann nicht mehr für dieses Subjekt zutreffen wird, sondern dass es anders gedacht wird. Wir das anders denken müssen und dass eine Form der Überwindung des Individuums sein muss. Ich denke, die Menschheit muss sich von der Vorstellung des Individuums emanzipieren in Richtung eines Subjekts, was mehr umfasst als nur das Individuum.